Beispiel. Ich finde, man muss auf jeden Fall mit den Kindern klar vereinbaren, was sie sehen und wie viele Stunden sie täglich vor dem Fernseher sitzen dürfen. Man weiß doch, dass Kinder sich heute viel zu wenig bewegen, weil sie zu viel vor dem Fernseher oder dem Computer sitzen. In der Schule sind sie dann oft müde und kommen nicht mehr mit.